in der Garage der Autobahnpolizei Eisenstadt. Weißt du? Ja. Ich will sicher heimkommen, ne? Eben, deswegen freu ich mich. Oh, schaut's aus. Wolfgang und Gerhard haben heute Nachtdienst. Mit dem zivilen Streifenwagen machen sie sich auf die Spur von Verkehrssündern. Auf der A4 Richtung Nickelsdorf gehen den beiden gleich drei Schnellfahrer ins Netz. Ein illegales Rennen. An der Raststation ziehen sie alle drei aus dem Verkehr. Keine leichte Aufgabe. Der letzte 156er, 163 Schnitt, 70 Gurgel geht sich bei alle aus. Zu schnell. War ein Autorennen, oder? Ja. Papiere bitte. Gehören nicht zusammen. Wir haben hier einen Slowaken, einen Ungarn und noch einen Ungarn, die nicht zusammengehören. Aber offensichtlich haben sich die vom ersten verleiten lassen, haben es alle sehr eilig gehabt und dürfen jetzt natürlich alle nur Kammern da bezahlen in der Höhe von 70 Euro. Die haben sich, glaube ich, ausgemacht miteinander. Sind alle drei viel zu schnell gefahren. Lenkerfahrzeugkontrolle, Führerschein von Ihnen, Zulassungsschein vom Fahrzeug. Bitte verstehen Sie Deutsch? Sind Sie denn Englisch? Auch nicht. You drove too fast. Ein Alltagsproblem. Die Personen geben an, nichts zu verstehen. Nun geht es darum, irgendeine Kommunikation herzustellen. Geschwindigkeit, das ist ja her zu schnell. Zu schnell fahren. Okay, wissen? Warum? Und warum ist Auspuff so laut? Auspuff. Hä? Na, warum ist so laut? Mann, oder Papi rum. Raus und da aufmachen. Das da aufmachen. Ja, war ein bisschen laut. Jetzt möchte ich mal schauen, ob er vorne einen Sportluftfilter drinnen hat. Okay. Das ist okay. Schau her. Das ist ein bisschen zu laut. Papiere. Ja, machen Papiere. Die angehaltene Person hat angeblich Papiere für den Auspuff. Währenddessen versucht der slowakische Lenker mit Wolfgang über den Preis zu verhandeln. 70 Euro. Ja, leider keine. Keine Euro? Können Sie nicht weiterfahren? Bankomat? Frank. Wechsel? Change? Ja, geht schon los. 70. Ja, der wollte verhandeln. Ein untauglicher Versuch. Versucht jeder ein bisschen runter zu handeln. Funktioniert nicht. Christoph und Stefan vom Tuning-Club BMW Powerteam Melk sind auf der Autobahn unterwegs, um sich für die heutige Ausfahrt in der Nähe von Melk mit Clubfreunden zu treffen. Begegnungen mit der Autobahnpolizei sind für beide nichts Unbekanntes. Hin und wieder fährt man leider Gottes ein wenig, weil die Autobahnpolizei ja da schon ganz viele Zivilautos hat. Und man kennt es nicht gleich mal am Anfang. Und der fährt da vorbei und denkst dann, ja, warte mal, den kommt man jetzt gleich einmal ein wenig probieren. Und dann fährst du auf der rechten Vorspur wegen Viere und dann hast du schon verloren. Dann fahren sie schon Viere, weil du den rechts überholt hast. Und dann, ja, dann beißt man halt den sauren Apfel wieder weg. Also hast du mal einen Polizisten zum Battle herausgefordert, oder wie? Ich hab das schon mal gemacht, ja. Das war ein Audi A6. Das habe ich nicht gewusst gehabt. Den habe ich überholt, dann habe ich 160 drauf gehabt. Der ist mir hinten nachgefahren. Und dann denk mir auch scheißen. Der biegt mir auch ganz schön um. Ich glaube, das ist jetzt ein Zivil. Ah, gerade hat er mich überholt, bitte folgen. Na klasse. Na. Beim Clubgründer nicht weit von der Autobahnabfahrt entfernt, präsentieren die anderen Mitglieder stolz, was Mann und Frau so unter der Haube hat. Also original war es eigentlich ein Schwarz-Matt und wir haben heute den Splay, dass wir es lackiert haben. Und ja, dass innen auch was schön ist. Einmal, du musst jetzt erst das Schwarze lackieren, dann musst du warten, bis das Trikot, dann das Weiße lackieren, dann wieder warten, bis das Trikot ist und dann da Schemenpinsel drüber mit Silber. Das ist eigentlich rein für Schutzzwecke. Das ist ja, so ein wenig zum Herzhang.
Weil wir die erste, im Prinzip dürfen wir es nicht haben. Aber es ist rein nur für Schutzwecke. So für Treffen zum Zubefahren, das macht ein wenig wieder. Ja, was geht, macht man halt selber. Hin und wieder steht es halt auch, dann braucht man schon männliche Hilfe. Aber so Stoßstangen überschreifen und das mittlerweile kann ich selber. Und ja, was geht halt beim Auto verbringen. Und also gekauft haben wir eigentlich komplett ohne alles. Also ganz Standard. Und dann haben wir halt so Kleinigkeiten angefangen, mal neue Föhn. Und dann ist es aber schon dahin gegangen mit Stoßstangen hinten und vorn und andere Scheinwerfer. Und wir haben innen den Himmel lackiert, die ganze Beleuchtung ist auf weiß umgelötet. Und ja, da fließen halt die Hunderte, aber für das geht mir arbeiten. Oh, dafür hast du ja was Schönes. Genau, dafür habe ich was. Auf das ich stolz bin und ja, gehört mir. Das Lieblingsspielzeug der Männer ist ein eigens zum Driften getunter BMW. Unter Driften versteht man eine Motorsportart, die aus der gleichnamigen Fahrtechnik entstanden ist. Hierbei versucht der Fahrer, sein Fahrzeug zum Übersteuern zu bringen, während er die Kontrolle und ein hohes Fahrtempo beibehält. Die Motorhaube wurde sogar gegen Verzerrungen verstärkt. Das ist, wie gesagt, das reine Spaßgerät. Ja, das ist nichts zum Straßenfahren. Das, was wir auf der Autobahn nicht machen dürfen, machen wir dafür am abgesperrten Ring dann. Ja. Und dann ordentlich. Er reißt jetzt die Rallen nur mal niedergescheit. Dass wir beim nächsten Mal driften, das ist ein gescheiter Rutschen. Weil mit einem neuen Profil geht das nicht gescheit. Jetzt schauen wir, dass wir den noch mal ein wenig niederholen. Dann wissen wir, was los ist. Jetzt geht ordentlich, ja. Ich finde es viel gescheiter, dass wir beim nächsten Mal driften, dann. Wenn die Rallen schön angefahren sind, dann rutscht das viel schön in der Kurve auch. Dann hat das ein Sinn, das Ganze. Geht das Herz an, oder? Das ist eh klar. Da rennt dann richtig kalt auf bei dem Geräusch. Der Geruch ist gut. Super ist das so. Jetzt sind ein paar Millimeter runtergegangen. Ja, sicher, siehst du, liegt eh schöne Spur da, das passt ja. Ja, schön weggefräst haben wir da in Asphalt ein wenig. Ja. Schön der Gummirib. Das passt, das ist super. Ja, ein Raffen sollten wir. Bei der Dimension reden wir ca. bei 300 Euro sowas. Aber wir schauen, dass wir es so häufig spendiert kriegen, wenn wir einen Haufen Werbung auch drauf haben, für den Reifenbergberger zum Beispiel. Also schauen wir, dass wir sowieso mal einen günstigen Preis kriegen, sagen wir so. Und da seitlich bin ich mal rausgerutscht, aber das haben wir auch wieder alles repariert. Dass er was gleich schaut, ich möchte auch nicht mit einem verdünnten Auto mal umfahren. Direkt neben der Westautobahn haben sich in Losdorf mehrere Tankstellen und ein Fastfood-Restaurant angesiedelt. Ein gutes Geschäft ist auch der Erotikmarkt. Hannelore ist seit 11 Jahren hier im Verkauf tätig. Ihre Stammkunden sind Lkw-Fahrer und Geschäftsleute. Es kommen die reisenden Lkw-Fahrer. Es sind dann zum Beispiel für die einsamen Stunden, was sie da auf dem Parkplatz halt verbringen, kann man sich immer DVD anschauen oder irgendwelche Spielzeug mitnehmen, dass man nicht so ganz alleine über Nacht ist. Wir haben da so Masturbationshilfen. Die sind für den Mann speziell, wenn er die ganze Nacht allein ist, kann er sich da entspannen. Zum Beispiel, da gibt es welche, da sind Noppen drinnen. Das stimuliert zusätzlich den Penis, was natürlich für jeden Mann sehr gut ist. Es gibt welche mit Saugeffekt, auch natürlich sehr gut. Und natürlich, wenn man dann Gleitgel dazu benutzt, fühlt sich dann ein bisschen echter. Aber es gibt schon Männer, die das wirklich nebenbei Autofahren, sich einen DVD reinschieben und masturbieren. Die Lkw-Fahrer sind ein bisschen anders. Trotz der Lage direkt neben der Autobahn kommen auch oft Stammkunden in das Geschäft, die die erste Scheu bereits verloren haben. Wiedersehen. Ich glaube, die Investition lohnt sich, weil wenn ich keine Freundin habe, brauche ich nicht woanders 500, 600 Euro einfach so bezahlen für eine halbe Stunde. Da habe ich das für länger. Ich als Frau sehe ich das. So denke ich mir. Ich schaue gerade meinen Bestand an. Das ist einfach, dass ich weiß, wie viele Stücke ich da habe. So. Okay. Lager ist nicht so groß, ne? Wir haben die meiste Ware hier draußen und das wird
immer nachbestellt und das kriegt man dann auch gleich sofort. Und im schlimmsten Falle helfen uns andere Filialen aus. Da kann man in 2 Tagen die Ware beschaffen, wenn man sie nicht da hat. Hallo, darf ich da behilflich sein? Okay, bitte gerne. Viele sind leider immer noch schüchtern, aber wenn man offener mit denen redet oder wenn man denen ein bisschen Zeit lässt, sich im Geschäft umschauen, kommen sie einfach von sich raus und man kommt dann auf das richtige Thema, was wir wirklich brauchen. Weil viele glauben, das, was im Fernsehen ist, das ist das, was ich gerade brauche. Aber jeder Mensch ist anders. Und die häufigsten Fragen sind, von Männern zum Beispiel, dass die Frauen so einen riesen Vibrator brauchen, was ja nicht stimmt, weil die Größe auf die Größe kommt ja Gott sei Dank nicht drauf, auf die Technik. Auf der A4 Richtung Nickelsdorf sind Wolfgang und Gerhard mit 3 Rasern konfrontiert. Der slowakische Lenker hat kein Geld und hofft, der Strafe so zu entkommen. Entschuldigung, ja. Das ist dein Problem. Das da ist? Keine Bankomat hier? Keine. Gut. Langsam weiterfahren. Ja. Wiedersehen. Wie viel fahren? 163. Gefilmt, auf Video. So. Kommen Sie zu mir ins Auto. Ja. Bankomatkarte. Auch bei Gerhard geht es um Geldprobleme. Doch der Ungar gibt an, nicht einmal eine Bankomatkarte zu besitzen. Der Auspuff wurde ebenfalls überprüft. In Forint darf der zahlen. Der hat kein deutsches Geld mit, aber das kommt dorthin. 20.000 Forint sind das. Alles passt, oder? Ja, der Bestätigung mit. Fürs Ohr war er ein bisschen laut, aber vielleicht nur der, wer während der Vorbeifahrt geschalten hat und schnell zügig beschleunigt hat. Aber so, junger Mann. Langsam, okay? Okay. Langsam, langsam weiterfahren. Ist und lauter Schreiber. Papa. Servus. Das ist okay. Es fährt sehr viel Geld. Und er wird es sich merken. Und noch keine Schuldigung. Aber sie sind auch schnell gefahren und sie sind mitgefahren. Ja. Gut, langsam weiterfahren. Ja, danke schön. Ebenfalls. 2 haben wir schon öfters gehabt, 2 kommen vor. Wenn sie 2 kennen und miteinander glauben, sie müssen sehr hart zerliefen. Aber dass sie 3 finden, das ist sehr selten. Wirklich sehr selten. Aber wir haben es geschafft, wir haben es von der Autobahn runtergebracht. Ja, haben sie befriedet, sie haben gezahlt. Jetzt gehen wir es weiter an. Nach erfolgreicher Amtshandlung geht die Streife weiter. Täglich bis zu 8 Stunden auf der Autobahn erfordert höchste Konzentration der Beamten und ein scharfes Auge. Die Beamten verfolgen ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen, wo sich bald etliche Fragen ergeben werden. Grüß Gott. Sprechen Sie Deutsch? Englisch? Itzi? Papiere bitte. Uns hat jetzt einfach das Kennzeichen irritiert. Er ist ein bisschen flott gefahren, nicht allzu sehr. Aber das Kennzeichen und der Weg da hinten haben wir um die alte Zollgrenzstelle. Wir wollten einfach wissen, wer er ist, ob er alle Papiere mit hat. Französisches Kennzeichen. Ob Franzosen drinnen sitzen oder anders, irgendwelche anderen Staatsbürger. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass alles passt. Das ist eine reine Routine, sonst gar nichts. Ich passe auf, dass die Hände des Herrschaften, die beiden Herrschaften, nur das herausgeben, was der Kollege benötigt, nämlich die Papiere und keinerlei gefährlichen Gegenstände. Das ist eigentlich immer die Aufgabe vom Sicherer, ganz speziell wichtig in der Nacht. Ich will meine Anfrage starten über unsere Fixstelle. Wir werden das Fahrzeug anfragen und wir werden die Personen anfragen. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Die Beamten sind so ausgerüstet, dass von unterwegs in kurzer Zeit sämtliche Daten des Lenkers überprüft werden können.
Warum zwei Ungarn in Österreich mit einem französischen Fahrzeug fahren? Ja, mein Gott, nein. Das scheitert zu erfragen an der Sprachbarriere, aber unser Polizeicomputer wird uns sagen, ob alles in Ordnung ist. Und wenn das Fahrzeug nicht ausgeschrieben ist oder die Herrschaften, dann dürfen sie einfach weiterfahren. Dann war es eine Routinekontrolle in der Nacht. Ja. Die Anfragen sind jetzt einmal alle negativ. Dass der keinen Kaufvertrag in der Hand hat. Und das macht mir ein bisschen stutzig. Was ist, fahren wir jetzt da nochmal eine Runde? Ja. Passt der Gruppe, dann wieder. In der Nähe von Melk macht sich der Autoclub BMW Power Team Melk im Konvoi von 10 Fahrzeugen auf den Weg zur wöchentlichen Ausfahrt. Schlechtes Wetter gibt es nicht. Also wir fahren jetzt nach Losdorf zu der OMV. Ein bisschen Auto putzen, ein bisschen Autos hübsch machen. Bringt sich zwar nicht viel bei dem Wetter, aber ja, man tut es halt. Ich bin Mechaniker, ich kann ich kann das Auto zu lang zusammenbauen. Ja. Der eine kann gut lackieren, der eine, wie gesagt, gut driften. Ja. Man kann eigentlich, man hilft sich untereinander dann auch zusammen. Allein von Arbeit fahren her, bin ich jeden Tag auf der Autobahn. Autobahn ohne Autobahn kommt man eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Ich fahre zwar nur das Stückel auf Böchlern auf der Autobahn, aber ich sage, ohne Autobahn geht es gar nicht mehr, weil man alles nur Bundesstraßen fährt. Das ist überfüllt. Ich fahre Richtung Wieselburg immer her und zurück. Also da hängen pro Tag 2 Stunden auf der Autobahn. Wenn wir jetzt wieder hinfahren, da haben wir erst gegen die Porsche ein wenig und ein Porsche segieren. Wenn man das richtige Auto dann noch hat, dann geht das wenigstens. Wie du es die Autos segieren, wie machst du das? Ja, im Prinzip sage ich mal fast illegale Straßenrennen, aber es ist im grünen Bereich, also von der Anfangsgeschwindigkeit bis zu den 130 sowas. Da sieht man, was für einen besser geht in die unteren Gänge. Das ist schon interessanter, sage ich mal. So in die Endgeschwindigkeit, was da weit über 200, das interessiert mich gleich wenig, weil sonst flattern wieder so viele Strafzellen haben. Wolfgang von der Autobahnpolizei sind solche Fälle nicht unbekannt. Zur Beweissicherung muss die Polizei die Aufnahmen archivieren und löscht diese nach dem abgeschlossenen Verfahren. Darunter sind einige Härtefälle. Da haben wir jetzt eine Verfolgungsjagd auf der A4. Ein Autorennen zwischen zwei Fahrzeuglenkern im Bereich jetzt einmal 150, 160. Und dann bremst der vordere ab, der hintere natürlich hinten drauf, ärgert sich, klar. Man hat auch gesehen, bei dem vorderen Fahrzeuglenker Golf. Jetzt überholt der silberne rechts über den Pannenstreifen, schließt wieder auf zum Golf, will ihn wieder überholen, der lässt ihn nicht überholen. Und die Verfolgung geht weiter mit 150, 160 in der 100er Beschränkung. Ich glaube ganz einfach, dass die heutigen Fahrzeuge mehr zulassen würden, die Verkehrssicherheit das aber nicht zulässt. Weil ganz einfach der Verkehr immer mehr wird. Natürlich ist für eine Limousine 130 ja gar nichts. Nicht? Wenn einer 500 PS hat und ein super tolles Fahrzeug hat, der wird mehr dienen bei 130. Nicht? Wenn er weiß, dass sein Auto passiv schnell geht. Nicht? Aber deswegen auch die Geschwindigkeitsbeschränkung überall. Und das sind gut so. Weil wenn ich sage, ich mache eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70, von den meisten eh 80, 90. Ne? Die schlimmere Strafe, die sie gekriegt haben, waren 700 Euro. Aber da bin ich mit einem nicht hergerichteten, nicht typisierten Auto nach Kärnten gefahren, damals nach Reifnitz. Und dann in die Baustelle, wo er 70er ist, noch mit 120, 130 rein. Da, das hat sich dann ausgezahlt. Aber ich habe meine Tafel Gott sei Dank behalten können.